Auf der Badener Trabrennbahn begann vergangenes Wochenende die Saison mit vielen Neuigkeiten für die wettbegeisterten Gäste. Den Anfang machte der Treskirchner Renntag, der viele Gäste aus den umliegenden Gemeinden anlockte. Am vergangenen Wochenende startete der Badener Trabrennverein mit dem traditionellen Treiskirchenrenntag in seine neue Saison. Heuer ist es eine besondere, feiert der Verein doch sein 125-jähriges Bestehen. Wir haben ja historische Verbundenheit vieler Treiskirchnerinnen und Treiskirchner, die regelmäßig auf die Rennbahn gegangen sind in den alten Zeiten. Kann man erinnern auf die alten Semperitler, die man dort getroffen hat, wenn man als Kind dahergekommen ist. Und es ist natürlich auch schon auch eine Frage, wie wir mit historischem Kulturgut umgehen. Also wenn man sich diese Trabrennbahnanlage anschaut hier, das gehört zu den schönsten, was man in Österreich auch herzeigen kann, von der Kulisse her und von vielen. Und wir schauen natürlich als Stadt, dass wir auch die Trabrennbahn unterstützen. Und das machen wir in Form des Treiskirchner Renntags und natürlich über andere Aktionen über das ganze Jahr hinaus. Das Wetter war jedenfalls ideal. Nach vorangegangenen Regenfällen war es kühler als zuletzt. Dafür ging es auf der Rennbahn umso heißer her. Für uns ist eigentlich der Treiskirchner Tag auf der Rennbahn schon eine Tradition, eine sehr liebgewonnene Tradition. Und viele unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen folgen unserer Einladung. Und wie Sie sehen, es sind irrsinnig viele Leute da. Wie ist das Nervenkostüm? Weil in Kürze wird gestartet. Es geht noch. Ich habe ja schon einmal fahren dürfen vor 2 Jahren. Da habe ich den ruhmreichen letzten Platz gemacht. Und ich hoffe, dass wir diesmal schneller sind und vielleicht auch unter den ersten Plätzen liegen. Auch für den Tourismuswirtschaftsverein ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass er heute da ist. Warum? Ja, wir können hier unseren Verein präsentieren mittels unseren Monatsfolder. Wir machen jedes Monat einen Folder, wo alle aktuellen Veranstaltungen angeführt sind. Und in der zweiten Linie bin ich auch hier für unser wunderbares Stadtmuseum, wo wir heute hier auch Informationsmaterial mitbringen für die Interessierten und auch das neue Buch, die Fotosynthese mit den wunderbaren Fotos von Robert Eichinger, Rob Fotoblog, auch im Facebook. Ja, und das präsentieren wir hier und bringen das dem Publikum näher. Das Publikum sah letztlich einen Sieg der anfangs so skeptischen Karin Blum. Sie war nicht als Favoritin oder das Pferd, wenn ich die Zeitung da richtig interpretiert habe, aber ja, sie dürfte gute Kämpfervoraussetzungen mitgebracht haben und als Kämpferin ist sehr bekannt. Der sportliche Charakter der Trabrennbahn steht nicht allein im Vordergrund, denn das Gesellschaftliche wird immer wichtiger. Auch abseits der Rennen wird den Besuchern einiges geboten. Die Stärken liegen natürlich schon einerseits im Alten, in dem Flair dieser Rennbahn, die es also jetzt seit 125 Jahren gibt. Auf dieser Rennbahn, muss man sich vorstellen, hat seinerzeit vor dem Ersten Weltkrieg zur K&K-Zeit das allerwichtigste Rennen Europas gegeben, sozusagen den Prix d'Amérique von Europa. Und ein bisschen spürt man das noch. Aber natürlich, logischerweise haben sich die Zeiten entsprechend geändert und auch der Verein musste sich modernisieren, musste sich verändern. Es gibt natürlich alle modernen Einrichtungen, die für eine Trabrennbahn notwendig sind, vom Flutlicht angefangen über Elektronen-Toto, Bahnfernsehen und so weiter und so fort. Ja, und unser Publikum gutiert das, diese Verbindung zwischen Altem und Neuem. Grund genug vorbeizuschauen und das einzigartige Ambiente zu genießen. Seit dem Frühjahr steht ein Großteil der Rennbahn und der Anlage unter Denkmalschutz, was die historische Bedeutung verdeutlicht. Die Saison geht bis in den September hinein.